Viele Leute werden diesen Trailer schon gesehen haben, aber ich werde zu diesem Spiel noch etwas sagen. Zu Mario Kart 8 Deluxe. Zum Switch-Trailer war ja noch nicht bekannt, unbedingt, dass es ein Mario Kart 8 Deluxe ist, sondern man hat auch spekuliert, dass es Mario Kart 9 sein könnte, aber die Leute, die wirklich gedacht haben und wirklich gemeint haben, es wäre Mario Kart 8, denen wären bis dahin nur zwei Neuerungen aufgefallen, und zwar die Doppel-Items und König Buu. Und König Buu und das Doppel-Item, ja. Allerdings wurden jetzt noch mehr Sachen dazu gezeigt hier in diesem Trailer. Und zwar sehen wir noch Knochentrocken und Bowser Jr. Dazu noch Inkling Boy und Girl, auch mit verschiedenen Farben. Und die neuen Fahrzeuge wie das Klo oder das die Clownkutsche und das Splatoon Quad und noch ein zweites Splatoon Fahrzeug. Und wir sehen auch den neuen Battle Modus. Ein paar neue Strecken wie ein Splatoon Cup als DLC oder so. Hätte man sich natürlich auch noch denken können, ob sowas kommt, weiß ich nicht, denn es muss noch nicht alles fertiggestellt gewesen sein, als dieser Trailer hier kam. Oder auch Sachen, die dann noch gar nicht gezeigt werden konnten und später kommen. Denn dieses Spiel kommt nicht zum Release der Switch, sondern am 28. April 2017 mit den zwei Joy-Con-Lenkrädern. Nicht im Bundle, aber die sind ab diesem Tag auch einzeln erhältlich. Und was kann ich persönlich zu diesem Spiel sagen, wo man denkt, bessere Grafik und das Feature, dieses Spiel mitzunehmen. Mehr ist es ja nicht, diese paar Sachen da. Allerdings sind 60 Euro meiner Meinung nach gut, denn wenn man bedenkt, als die DLCs rauskamen, hat das Spiel auch noch so um die 55 Euro gekostet. Plus 12 Euro für beide DLCs sind 67 Euro. Jetzt bezahlt man 60 Euro dazu, kriegt alle DLCs, Fahrer und Fahrzeuge noch dazu und neue Sachen und auch einen neuen Battle-Modus. Dieser Preis ist angemessen und ich werde viele Stunden draußen oder zu Hause damit verbringen. Eine Splatoon-Map gibt es auch im Battle-Modus und einige andere neue und auch alte Sachen. Toll. Ja, das war eigentlich mein Video dazu. Ich habe nur ein paar Sachen gesagt, die ich so daran finde. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao.